So, ihr Lieben, wenn ihr im Augenblick Klopfgeräusche hört, dann liegt das daran, dass wir zurzeit Handwerker im Haus haben. Und sie sind gerade dabei, unser Bad zu renovieren. Wir haben uns überlegt, nach 30 Jahren ist das vielleicht auch mal dran, ein bisschen neue Farbe reinzubringen und neue Decken einzuziehen. Und ich bin immer begeistert, wenn ich Handwerker sehe und wenn ich ihnen zugucken kann. Deshalb muss ich mich im Augenblick richtig zwingen, auch mein Pastorendasein auszuleben, weil ich am liebsten die ganze Zeit sie beobachten möchte. Nicht, um sie zu kontrollieren, ob sie auch alles richtig machen, sondern um von ihnen zu lernen. Ich bin auch so Hobbyhandwerker und es macht unheimlich Spaß, so den Profis zuzugucken, wie sie gerade eine neue Decke einziehen, wie sie Wände verputzen. Und man lernt Tricks, wie sie gewisse Dinge umsetzen. Und man kann wirklich eine ganze Menge von solchen Vorbildern lernen, von guten Handwerkern. Und damit sind wir beim Thema Vorbild sein. Die Frage ist, die ich an dich zuerst mal stellen möchte. Wir sind ja bei der Lehreinheit, Dienstag, vierte Stunde, Vorbild sein in der Schule Gottes. Eine erste Frage an dich: Was fasziniert dich an Menschen, die für dich so eine Art Vorbild geworden sind? Menschen, die von denen du gelesen hast, Menschen, die du vielleicht auch getroffen hast, live getroffen hast. Was war es, was dich an ihnen fasziniert hat? Waren es seine Worte, die die Menschen ausgesprochen haben? War es der Charakter? War es so die ganze Form, wie sie gelebt haben? In welchen Lebenssituationen wurden sie dir ein Vorbild? Und wenn du das mal so hinterfragst und mal einfach über Menschen nachdenkst, die für dich Vorbilder geworden sind, und ich hoffe, du hattest welche in deinem Leben, dann ist es gleichzeitig eine Aufgabe und sage, wie möchte ich eigentlich sein? Denn das ist genau das, was wir sein sollen. Wir sollen nicht nur von Vorbildern lernen, wir sollen uns nicht nur Menschen zum Vorbild nehmen, sondern wir sollen selber Vorbilder werden. Und das Erste, was ich dir sagen möchte, ist, ein bisschen um den Druck rauszunehmen, Vorbild sein ist jetzt nicht so eine Kraftanstrengung, streng dich an und mach alles richtig, sondern Vorbild sein ist ein Vorrecht. Du kannst Einfluss nehmen auf Menschen. Menschen schauen sich an, wie du lebst, wie du reagierst, wie du in gewissen Umständen, vor allen Dingen in schweren Umständen, reagierst, wie du sprichst, wie du lebst. Du kannst auch Einfluss nehmen, du kannst ein wirklicher Influencer werden. Dass andere Mütter, andere Väter oder andere Ehepaare von dir, von euch lernen, indem sie euch als Vorbilder nehmen. Es ist ein großes Vorrecht, dass man auf der einen Seite von anderen lernen kann und gleichzeitig, dass Leute auch von uns lernen. Der Apostel Paulus hat den Christen in Thessalonich bescheinigt, dass sie ein Vorbild für alle Gläubigen in Achaia und der ganzen Umgebung geworden sind, in ihrem Glauben, in ihrem Vertrauen. Auch sie hatten große Schwierigkeiten als Gemeinde und sie sind für andere ein Vorbild geworden. Und genauso haben wir das in der Treffpunkt Lebengemeinde auch immer wieder erlebt. Wir haben uns in den ganzen Jahren immer wieder Gemeinden gesucht, die für uns Vorbilder wurden. Wir haben viele Gemeinden besucht im In- und Ausland. Wir haben geschaut, wie sie es machen, wie sie die verschiedenen Wachstumsphasen durchlebt haben. Und mittlerweile merken wir, dass wir als Treffpunkt Lebengemeinde auch für andere Gemeinden Vorbilder geworden sind. Wie wir mit unseren Finanzen umgehen, wie wir mutig Schritte unternehmen. Und genauso möchte Gott das auch haben. Wir sollen von Menschen lernen und wir sollen dann selber Vorbilder werden. Und ich mache dir einfach Mut in deinem Leben, bewusster aufzutreten und einfach zu sagen, hey, ich möchte gerne auch diese Entscheidung zu treffen. Ich möchte ein Vorbild werden, wie ich als Mutter lebe, wie ich als Vater lebe, wie ich als Single lebe, wie ich als Witwe oder als Witwer lebe. Wie ich mit Erfolgen umgehe, wie ich mit Misserfolgen umgehe, wie ich mit Kritik umgehe, wenn Menschen mich kritisieren. Alles das kann umschlagen zu einem positiven Vorbild. Und genau das möchte Gott von seinen Kindern haben, dass er überall so Leute reinsetzt. Er nennt sie auch manchmal Lichtträger. Ihr seid das Licht, ihr seid das Salz, aber ihr seid auch das Vorbild. Und die Menschen sollen nicht uns bewundern, sondern letzten Endes sollen sie an den glauben oder mit dem Kontakt kommen, der in uns lebt. Und das ist Gott selbst. Und das hat Jesus in der Bergpredigt so gesagt: Lasst eure guten Werke vor den Leuten leuchten,
Nicht damit sie euch auf die Schulter klopfen und ihr belohnt werdet, sondern dass sie darüber anfangen, euren Gott, euren Vater kennenzulernen und ihn anzubeten. Das wünsche ich dir und ich möchte dir ein bisschen diesen Druck wegnehmen. Wir werden Freitag noch ein bisschen über Vorbildsein reden. Aber diesen Druck, du musst das sein, sondern hey, du darfst Vorbild sein. Gott segne dich für deinen Tag heute, wieder Mitte der Woche. Und wir sehen uns wieder am Freitag zu dem Lebensthema Vorbild sein, Dienstag, 4. Stunde. Tschüss.